Sie sind mehrfacher österreichischer Meister im Formationstanz, das A-Team im Verein HSV 12 Axing. Dass sie 1A sind, ist unübersehbar. Die Truppe besteht aus allesamt jungen Tänzern und Tänzerinnen, die voller Kraft und Begeisterung sind. Jetzt trainieren sie für die Weltmeisterschaft im Formationstanz am 10. Dezember in Bremen. Begleitet werden sie dabei von Stefan Herzog und Isabella Purzner. Beide sind langjährige Profis. Das Team ist gut vorbereitet. Das Team ist fit. Das Team will auch, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja, weil man opfert viel Zeit und viel Kraft für diesen Sport und da muss natürlich auch eine gute mentale Kraft dabei sein. Und wir haben viel trainiert, wir haben viel erarbeitet und sind schon ganz heiß drauf, in 2 Wochen das dann bei der Weltmeisterschaft zu zeigen. Wichtig ist jedoch nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die Choreografie. Diese stammt von Dancing Star Profi und OF24-TV-Moderatorin Conny Kreuter und ihrem Partner Stefan Herzog. Also die Choreografie habe ich mit der Conny Kreuter gemeinsam gemacht, jetzt im Sommer. Haben uns da eigentlich jetzt schon seit fast einem Jahr damit beschäftigt. Da wird extra eine Musik auch in einem Musikstudio in München eingespielt, professionell quasi arrangiert. Dann muss man sich natürlich die Choreografie dazu überlegen, dass die zur Musik passt. Das ganze Konzept muss irgendwie zusammenpassen. Wirken immer viele Hände mit, aber unsere Trainer, die haben halt sehr viele Ideen und die Idee kommt natürlich auch mit der Choreografie. Das ist ja Pokerface und dann muss man natürlich schauen, dass es ein bisschen angepasst ist mit den Perücken und das Blau passt auch sehr zu Lady Gaga. Wir haben eigentlich noch einen Handschuh oder einen Gürtel. Es ist alles noch in Arbeit für die Turniere. In den Wochen vor dem Turnier brauchen die Tänzer und Tänzerinnen vor allem eins, viel Disziplin. Ja, man muss ein gutes Zeitmanagement haben. Also ich habe einen 40-Stunden-Job und nach dem Job geht es ins Training. Am nächsten Tag wieder zum Job. Aber ich meine, man hat ja auch trainingsfreie Tage, so 2 oder 3. Und die verbringt man dann mit seinem Partner oder mit seinen Freunden. Es bleibt schon Zeit. Wir sind momentan bei 4-mal die Woche Training, unter der Woche jeweils 3 Stunden, Wochenende, so wie heute, 8 Stunden pro Tag. Also es ist schon ziemlich intensiv. Vorbereiten direkt für die WM, sagen wir mal 2 Monate sicher Vorbereitungszeit. Doch die Liebe zum Tanz macht alle Mühen erträglich. Ich selber tanze seit 4 Jahren. Ich habe vorher in der Tanzschule getanzt und dadurch bin ich eben zum Formationstanz gekommen und geblieben, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.